Ladies and gentlemen, today's nominated player for FIFA Ballon d'Or 2013 are Cristiano Ronaldo and Lionel Messi, and the winner is Cristiano Ronaldo! Oops, Messi is crying! ¿Qué tal? Me llamo Cristiano Ronaldo y muchas gracias for the Ballon d'Or 2013. It's a very great moment for me. I can't describe this moment. It's one of the best moments I've ever had in my life. So muchas gracias, muchas gracias. Y my dream was to play for another team today. Its name is not Real Madrid, because today we will play for the team of Phil FIFA. Yeah, they buy me. I will play today for the team of Phil FIFA. Yeah, thank you. Muchas gracias. Euer Cristiano Ronaldo. Was geht ab, meine Freunde? Ich hab jetzt hier gerade ein bisschen spontan irgendwas gelabert hier. Spanisch, Deutsch, Englisch. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier. Und herzlich willkommen zur 20. Folge der Serie Let's Kill in die erste Liga. Ja, meine lieben Freunde, heute ist es eine Special-Folge, eine Ballon d'Or-Special-Folge. Cristiano Ronaldo hat ja letzte Woche den Titel abgeräumt. Ja, leider haben wir ihn nicht in unserem Team. Also ich habe ja die ganze Zeit gerade gesagt, Spanisch, dass Ronaldo heute für viel FIFA spielen wird. Dem ist aber leider nicht so. Dort werden wir heute natürlich unseren Osvaldo spielen lassen. Und es wird keinen Cristiano Ronaldo geben. Ja, also das ist natürlich außer Frage. Wie soll ich mir Ronaldo leisten bei 200 Münzen? Ne? Das geht natürlich nicht. Ne? Ja, kann man nichts machen, meine lieben Freunde. Aber, wenn wir nicht euch hätten, euch lieben Abonnenten, und wir haben Cristiano... Was? Ich habe euch nur verarscht, mein Leben. Als ob wir Ronaldo haben. Wir haben natürlich Willian. Der hat natürlich noch Verträge. Den können wir da spielen lassen. Also Ronaldo außer Frage, dass wir so einen Spieler haben können. Also ja, kann man nichts machen. Wir werden jetzt auch direkt ins nächste Spiel starten. Verarscht. Denn wir haben natürlich unseren... Wen haben wir denn? Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Golazo. Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Scharmuta. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Er wird heute für unser Spielteam viel FIFA antreten hier. Cristiano Ronaldo, also unglaublich, meine lieben Freunde. An dieser Stelle großes Dankeschön an unseren Abonnenten Noah. Der hat auch einen YouTube-Kanal, den könnt ihr mal in der Beschreibung abchecken. Der hat uns heute Cristiano Ronaldo für diese Let's Kill-Folge ausgeliehen. Also unglaublich, Team of the Year Cristiano Ronaldo. Den wollte ich unbedingt ziehen. Und jetzt haben wir ihn einfach und können mit ihm spielen. Also wie geil ist das denn, meine lieben Freunde? Das hat doch schon allein ein Like verdient, ey. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich direkt ins Spiel. Ich werde Ronaldo natürlich einwechseln, damit er perfekt eine 9er Chemie hat, die Chemie von Willian übernimmt. Ja, bis gleich, meine Lieben, und ciao! So, meine lieben Freunde, da haben wir auch schon direkt unseren ersten Gegner gefunden, Alter. Wie geil ist das denn? Jetzt werden wir mit Ronaldo gegen den Gegner antreten. Der wird sich gleich noch wundern, wie wir einfach mal Cristiano Ronaldo Team of the Year einwechseln werden. Ey, ach du Scheiße. Ja, der Gegner hat ein Buckley's Premier League Team. Sieht nicht schlecht aus. Kagawa, der Shinji am Start. Und ja, William, ja. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt ins Spiel. Cristiano, guckt euch einfach nur diese Ingame-Werte an. Also brat mir doch einen Storch hier in der Pfanne, Alter. Guckt euch das an. Ronaldo, ach du Scheiße. Also das ist doch nicht mehr normal, meine lieben Freunde. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Cristiano Ronaldo kommt rein für William. Der 98er Team of the Year macht sich gerade warm und setzt zum Sprint an hier. Komm, jetzt geht's los. Cristiano, da bei ihm. Cristiano und direkt mit seinem ersten Ballkontakt. Macht hier einen Job. Geht nach innen hier. Spielt da oben auf Calvin. Calvin wieder zurück nach unten auf Cristiano Ronaldo. Komm. Oh Junge, Alter. Ich kann den gar nicht kontrollieren. Ist das geil, Alter. Scharmuta. Junge, Ronaldo. Oh, scheiße, ey. Nein. Oh, Mann. Der Gegner hier mit dem 1-0. Egal. Ronaldo wird ihn gleich noch anal penetrieren, Freunde. Glaubt mir mal. So, Cristiano Ronaldo am Ball. Olle. Mit dem Roulette durch die Beine. Olle. Jetzt geht er weiter. Ronaldo, komm. Der hat einen krassen Schuss. Der hat einen Bums, Alter. Ah, schade. Aber erstmal ein geiler Tunnel hier.
So, Cristiano Ronaldo am Ball, macht jetzt hier einen Reverse Classic, gritscht den Gegner erstmal um. Geht jetzt hier weiter mit dem Reverse Classic. Oh mein Gott, ich kann den gar nicht kontrollieren, Alter. Junge, ist der geil, ey. Ach du Scheiße, komm, erstmal schöner. Holt erstmal einen Freistoß raus. Jetzt Freistoß à la Cristiano Ronaldo, ey, mit diesem Anlauf noch dazu. Ach du Scheiße, komm. Ich muss den nur gut treffen, Freunde, dann kommt er auch richtig gut, glaub mir. Normalerweise kann ich die Freistöße schießen. Komm, jetzt hier mit Cristiano Ronaldo, mit seinem berichtigten Anlauf hier. Ach du Scheiße, komm. Bam, Junge, der kommt, der kann kommen, der kann kommen, der kann kommen. Headshot. Scheiße, Mann. Oh, geiles Tor vom Gegner, Alter. 2-0, scheiße, ey. Ich bin immer noch sprachlos wegen Ronaldo. Wir müssen jetzt erstmal klarkommen und jetzt den Gegner platt machen, Mann. 38 Meter, der Anlauf. Cristiano Ronaldo, macht er den Ball rein. Ronaldo nimmt den Anlauf, schießt aufs Tor und... Oh, was ein klasse Freistoß hier, Alter. Unglaublich. So, jetzt haben wir hier Cristiano Ronaldo am Ball. Übersteiger, Übersteiger, geht jetzt hier vorbei. Reverse Elastico, holt dir den Elfmeter raus. Ein Fall für Cristiano Ronaldo, komm. Das wird jetzt sein Dingen sein, sein Elfmeter. So, Cristiano Ronaldo nimmt seinen Anlauf und wird den Ball jetzt schön reinballern. Guck mal jetzt, bam, Junge, rechts oben in die Ecke, unhaltbar für den Keeper. Cristiano Ronaldo, calm down, Digga, calm down. It's Ronaldo, it's me. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Nimmt er hier den Anlauf und guck mal, der war einfach nur perfekt in die Ecke. 99 Elfmeter, was soll man da auch anderes erwarten, ey. So, Cristiano Ronaldo hier am Ball, waka waka, geht mit dem Hacke zu Hacke vorbei. Jetzt schießt er mal drauf, Junge, was ein Wumms, oh. Wenn der drin gewesen wäre, ich hätte mir die Eier rasiert. So, Cristiano Ronaldo am Ball. Zack, zack, Sombrio. Jetzt der Volley. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, wäre der drin gewesen, ey. So, Cristiano Ronaldo. Elastico-Job. Rabona-Fake. Geht jetzt hier vorbei. Zack, mit dem Scoop. Dann guck mal, wie locker das bei ihm aussieht. Übersteiger. Jetzt geht dann David Luiz noch vorbei. Am nächsten mit dem... Oh mein Gott, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh nein, Pfosten. Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir hier Zumba Neymar, macht jetzt hier ein Roulette an, David Luiz vorbei, komm jetzt hier, Neymar am Ball, macht jetzt hier, zack, zack, Running, Waka Waka, Scoop Turn, der nächste Gegner kommt, oh, komm Neymar, Zumba Neymar, ach hier Neymar, ei, 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 2-2, Zumba Neymar, wie hat er die denn hier alle auseinandergenommen, er hat mal die Skills des Jahrhunderts rausgehauen, Megidi Spin mit Bridge, Alter, was ein Tor von Zumba Neymar, schaut euch das an, zack. Oh mein Gott, ey, geiles Dingen, ey. So, Ronaldo hier am Ball, macht jetzt hier ein Roulette. Komm, wir machen jetzt noch das 3-2. Einen geilen Schuss will ich jetzt sehen von dir. Und Golas! Ja, meine lieben Freunde, das ist das erste Spiel auch vorbei. Es geht 2-2 aus. Was ein geiler Start hier mit Ronaldo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich direkt im zweiten Spiel wieder. So, meine lieben Freunde, da haben wir auch schon direkt unseren zweiten Gegner gefunden mit dem Borussia Mönchengladbach-Trikots. Uiuiui, komm, was hat er denn für ein schönes Team mit seinen Scootern hier? Scooters! 1680er wäre... Oh mein Gott! Er hat hier Sergio Ramos! Ach du Scheiße, Team of the Year! Sergio Ramos, da Ronaldo da vorne! Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, Cristiano Ronaldo vorne! Oh mein Gott, Junge, das wird ein geiles Spiel! So, wer kommt hier mit der Nummer 8? Wie Nummer 8? Der hat doch Nummer 7! Scheiße, hab ich vergessen einzustellen! Fuck, ey, Ronaldo hat die Nummer 7 und nicht die Nummer 8, ich Idiot! Das geht auch direkt los, Cristiano Ronaldo hier am Ball mit dem Scoop-Turn, jetzt... Bam, Junge, mit dem Außenriss. Oh, geile Rakete hier von Crisi. Oh mein Gott, Neymar und Ronaldo an einer Ecke. Wie geil ist das denn? Komm doch her, Digga. Whoop, whoop. Hol dir doch den Ball. Junge, wir vernaschen den ja förmlich hier. Cristiano, Reverse Elastico, schießt jetzt drauf. Oh Mann, Jobson mit dem Kopfball hinterher. Ach, schade. Jobson haben wir übrigens auch neu in unserem Team für Wallison gekauft. Der geht auch richtig ab, kann ich euch nur sagen. Genau wie Ronaldo. Komm, Ronaldo, mach hier ein Elastico. Oh mein Gott, wie eng ist das denn hier? Wir gehen nochmal kurz zurück hier zur Eckfahne, ganz ruhig. Oh mein Gott, Sergio Ramos. Ah. Ja. Schade, ey. Haben wir Sergio Ramos aber einen schönen Megidi-Spin hier gegeben. So, Zumba Neymar am Ball. Zack, weiter auf Cristiano Ronaldo mit dem Hokuspokus-Pass. Der dreht sich hier um mit der Schussfinte, zieht nach innen. Ronaldo mit dem Roulette, schießt drauf. Oh, schade, ey. Aber Ronaldo, ich sag's euch, Freunde, das ist ein Ausnahmetalent. Ein Spieler, den sowas habt ihr noch nicht erlebt, ne? Der kostet nicht umsonst wie viel Millionen von Münzen, ey. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Ach, komm jetzt hier. Jobson am Ball, geht jetzt hier nach innen. Unten steht Cristiano mit der Hacke. Komm, Ronaldo, zack, hol dir doch den Ball. Whoop, whoop, Scoop-Turn. Rabona-Fake, komm, gib dir einen schönen Chest-Flick hier. Komm, Cristiano, whoopa. Immer noch am Ball. Reverse Elastico, Double Reverse Elastico. Scheiße, ey. So, jetzt haben wir hier Ronaldo am Ball. Ballrollflick, Rabona-Fake, waka waka. Der Gegner kommt gar nicht hinterher, fliegt er hier auf die Fresse. Wieder am Ballrollflick an Sergio Ramos vorbei. Komm, wie schnell der einfach nur ist, der Ronaldo. Nicht mehr normal, Junge. Nicht mehr normal von dieser Welt. Cristiano Ronaldo! Golasso! Calm down! Wir machen den Bär, Junge! Wir machen den Bär!
Junge, das Tor müssen wir uns nochmal schön in der Wiederholung ansehen, ey. Der arme Gegner. Sergio Ramos guckt auch schon verzweifelt. Aber wie schnell Ronaldo einfach ist, das kann man nicht in Wörter fassen. Einfach nur unglaublich. So, Ronaldinho am Ball. Zack, zack, in ihr Sombrero Flick. Schuss hinter am ersten vorbei. Oh, Ronaldinho Gaucho. Rabopala, Ronaldinho. Was geht denn mit dem ab? Ist der Rille oder was? Oh mein Gott. Wäre der jetzt drin gewesen. Was hat er denn da veranstaltet, der Ronaldinho? Komm, Ronaldo gegen Ronaldo. Wer gewinnt? Natürlich Ronaldo. komm, was macht denn sein Ronaldo? Ja, du hast einen normalen Ronaldo. Ich hab einen Toti. Ronaldo, Elastico, Scoop-Türen. Komm, wie der durchzieht, Alter. Und jetzt der Bums, Alter, Junge. Boah, ach du Scheiße. Was ein geiles Tor von seinem Ronaldo. Kacke, steht 1-1. Beide Ronaldos haben ein Tor gemacht. Aber richtig geiler Flatterball in die Ecke, ey. So, Ronaldinho, zack, zack, Megidis, der hat's heute aber, der Ronaldinho, Alter, der will's heute wissen, Mann, was ist denn mit dem los? So habe ich den ja noch jahrelang nicht mehr erlebt, Junge, was ist denn los mit dem? Junge, da verstrickst mir schon die Stimme. So, Ronaldo hier am Ball, macht hier ein Roulette, Rabonafe, geht jetzt hier, zack, Reverse Elastico an Ramos vorbei, zieht jetzt hier nach innen, Ronaldo mit dem Schuss, Golasso! 2-1, der Cristiano Ronaldo. Junge, wieder die alle auseinandergenommen hat hier. Zieht da rein mit dem Außenriss, bam, in den Winkel, ey. Geiles Ding. Das Tor kann man sich nochmal in der zweiten Wiederholung ansehen hier. Der Ball war echt einfach nur hammergeil in den Winkel. Guckt euch das an. Traumhaft. So, Ronaldo hier am Ball. Zack, der Gegner kommt. Hacke zu Hacke, Schussfinte. Guck mal, Cristiano. Oi, oi, oi. Macht jetzt hier ein Running Waka Waka Scoop Turn. Oh mein Gott, das ist alles Perfektion. Das ist Perfektion. Ey, wieso gehe ich nicht weiter, Mann? Ey. Was aber, guck mal, habt ihr gesehen, was Ronaldo da angestellt hat? Also, Freunde, dieser Spieler ist einfach nur traumhaft. So, Ronaldo am Ball. Komm, jetzt nochmal den neuen Trick. Zack, zack. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Kennt ihr diesen neuen Trick? Der heißt Rambazamba Arakajimi Babamba. So, jetzt wieder Ronaldo am Ball. Zack, zack, Übersteiger. Macht hier einen Running Dragback Fake. Geht jetzt weiter hier. Oh mein Gott, was war das für ein Skill gerade? Ach du Scheiße, ey. Du Jemine immer. Komm, jetzt müssen wir uns hier den Ball zurückholen. David Luiz hat ihn. Keine Sorge. Kein Thema. Kein Problema. Komm, jetzt nochmal einen schönen Angriff hier. Zack, über Ronaldo wieder. Hier, Rabona-Fake. Reverse Elastico. Schussfinte. Ramos schaut nur dumm aus der Wäsche. Wieder Ronaldo. Übersteiger, gehen wir jetzt vorbei. Oh mein Gott, das wird ganz schön eng hier, ey. Müssen wir uns mal ein bisschen zurückziehen jetzt hier mit Cristiano. Komm, Rabona-Fake. Aber wir machen einfach so. Waka, waka, Scoop-Turn. Guck mal, wie der da durchzieht, wie der da durchgeht, Alter. Das ist einfach nur unglaublich. Ich kann das nicht in Worte fassen. Oh, lass doch diesen verfickten Ball da, meine Güte, ey. Wie mich das abfuckt. Ich wollte ein schönes Freistoßtor machen mit Ronaldo. Aber wir nehmen auch so mit Neymar nicht alle auseinander. Komm, Ronaldo, erstmal ein schöner Chest-Flick. Ganz locker, easy. Über den Gegner. Nochmal ein Flick über den Gegner. Und dann nochmal. Scheiße, der Gegner, wie muss er sich vorkommen? Der müsste sich doch gedemütigt vorkommen, oder? Wenn er jetzt so ein Ronaldo hat. Komm, jetzt aus dieser Distanz. Bam! Aber... Scheiße. Oh, scheiße. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ja. Oh nein, der ist doch nicht drin. Ich dachte, der wäre drin. Käsekuchen. Oh, komm, jetzt der Konter. Jetzt nochmal ein schöner Konter. Ronaldo macht jetzt seinen Hattrick perfekt. Komm, zieht erstmal an Ramos vorbei. Scheiß drauf. Ramos ist tot. Trotzdem kommt er nicht an Ronaldo dran. Wie geil ist das denn, ey? Whoop, Übersteiger. Gehen wir jetzt vorbei. Komm, Scoop-Turn. Wieder mit dem Roulette. Und bam. Tor. Triple Hattrick. Cristiano. Golasso de Ronaldo. Ai, ai, ai. Zack, Roulette, bam, Golasso, ganz easy, locker easy. Ja, meine lieben Freunde, da ist das zweite Spiel auch vorbei. Es geht 3-1 aus, Cristiano Ronaldo mit dem Hattrick. Also dieser Spieler ist einfach nur unglaublich. Einfach nur sensationell geil, was er da alles abgeliefert hat heute. Unglaublich, ja. Der kostet aber nicht umsonst 5 Millionen Münzen oder was weiß ich. Nochmal großen Dankeschön an Noah für diesen Spieler. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch von dieser Special Ballon d'Or Folge, könnte man sie auch nennen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich würde mich auf jeden Fall über 2000 Likes für diese geile Folge freuen mit Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Natürlich Spieler des Tages, 9,2 Wertung. Alles klar, meine Lieben, dann sehen wir uns auch direkt bei der nächsten Folge wieder. Euer Öni ist raus, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Haut rein, Cristiano und ciao. Hola, me llamo Cristiano Ronaldo y cómo estás y lo.